Unser Anfang und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und treuer hält ewiglich und nicht ablässt das Werk seiner Hände. Die Losung für heute, den 16. Mittwoch, den 16. September. Ehre den Herrn mit deinem Gut. Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Gut. Oder besser noch, ehre den Herrn mit deinem Erstling. Ein ganz wichtiges Wort, wenn man studiert zum Beispiel auch. Erstling. Und der Lehrtext steht in Lukas 6, Vers 35. Der war mir zu verkürzt in dem Buch. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld, und macht euch keine Sorgen, weil sie es vielleicht nicht wiedergeben können werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten oder Söhne des Höchsten. Denn er, als Erinnerung, warum wir so sind, denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ein komischer Gott. In meiner Verteilaktion suche ich mir erst die Netten raus, aber Gott sagt, nee. Denn er erweist auch den Undankbaren und Bösen sein Gutes. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir für diesen neuen Tag, Mittwoch, 16. September. Und du schreibst Geschichte mit uns. Und du schreibst, wie dieser Tag verlaufen wird, wie du uns mitnehmen möchtest. Aber du schreibst auch, wie wir in diesem Tag sein sollen, durch den Sohn des Höchsten, die Söhne des Höchsten. Amen. Ja, das ist ein bisschen also tatsächlich auch das Thema, leidet und liebet eure Feinde und leidet ohne zurückzuerwarten. Denn ihr seid Söhne des Höchsten. Wer macht so etwas? Leihen, ohne etwas zurückzuerwarten und seine Feinde zu lieben. Das können nur Söhne des Höchsten. Normalerweise kennen wir den Begriff Söhne des Höchsten eigentlich nur wegen dem eingeborenen Sohn Jesus Christus, den Gekreuzigten. Der Sohn des Höchsten. Interessant, dass er selber, Jesus, dort sagt, ihr seid Söhne des Höchsten, woran erkennbar? Weil ihr leiht und liebt, ohne Erwartung. Wow. Leihen und lieben, ohne Erwartung. Die Söhne des Höchsten tun so etwas. Wow. Gerade wird ein Buch zusammengestellt von Reinhard Voss. Wir werden das hier bei uns verlegen, auch da draußen binden lassen, aber hier bei uns verlegen. Doch werden Geschichten vielleicht von Söhnen des Höchsten, die Frauen sind natürlich eingeschlossen, von Söhnen des Höchsten, Beispielgeschichten, was Zeugnisse sagt man so im christlichen Bereich, werden dort gesammelt. Und auch ich wurde interviewt und öffentlich habe ich ein Gespräch geführt, weil ich das selber nicht verfassen konnte, ich war nicht der Typ dafür. Und so saßen wir hinten im Wintergarten, der Reinhard und ich, und er interviewte mich, wie ich zum Glauben kam, etc., etc., etc. Aber er guckte sich immer wieder ein wenig um und genierte sich, weil er dachte, ich würde mich genieren, weil vielleicht nicht alle meine Geschichten so gut sind oder so rühmlich sind. Und ich sagte zu ihm, Reinhard, wir können ganz normal sprechen. Ich habe keine Leichen im Keller. Mein Haus angucken, mein Leben durchforsten. Ich habe keine Leichen im Keller. Söhne des Höchsten haben keine Leichen im Keller. Leichen im Keller, wisst ihr noch, was das bedeutet? Bedeutet, ich verstecke etwas in der Dunkelheit. Oder ich trage meine Schulden selber. Das sind Leichen im Keller. Söhne des Höchsten haben keine Leichen im Keller. 2011 verstarb Steve Jobs mit 56 Jahren. Ich bin 58.
Und er sagte, so sagt man in seinem Cherubett, ich habe so viel Geld, ich kann mir einen Chauffeur leisten. Ich habe sogar Geld, um jemanden zu leisten, der mit meinem Geld Geld macht. Aber ich kann mir mit meinem Geld niemanden mieten, der meine Krankheiten und meine Schulden wegträgt. Als ich das gelesen habe, dachte ich an Jesaja 53. Er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen. Er trug unsere Schulden. Jesus Christus, der Gekreuzigte, der Sohn des Höchsten. Der Sohn des Höchsten. Zum Abschluss. Stell dir vor, du würdest ein Mikrofon bekommen. Und mit diesem Mikrofon, du könntest durchsprechen und die ganze Welt würde dich hören. Und die ganze Welt würde sich in ihrer Sprache hören. Du hättest 2 Minuten 50 Sekunden. So war ursprünglich meine Anlage lang, weil ich sie aufgezeichnet habe. Ich habe sie nachher getestet, es wurden dann schon 4 jetzt praktisch. Also stell dir vor, jemand kann dich hören, 2 Minuten 50 Sekunden. Die ganze Welt kann dich hören. Und jeder hört sich in seiner eigenen Sprache. Was würdest du ihnen erzählen? Oder, Abschluss, zweites, letztes. Stell dir vor, du kannst ein Buch schreiben, es wird für dich verlegt, kostet dich alles gar nichts. Du kriegst die eine Exemplar schon mal hingelegt und wenn du wieder auf den Button drückst, wird dieses Buch auf der ganzen Welt auch ausgeliefert, verkauft, verteilt, wie immer. Wow, du schreibst ein Buch. Worüber schreibst du? Worüber schreiben Söhne des Höchsten Bücher? Amen.